Hallöchen, meine lieben Pferdefreunde. Willkommen zu einer neuen Folge Horse Reality, dem Browser Game. Leute, heute ist Mittwoch. Ihr wisst ja, ich nehme meistens immer mittwochs auf die Folgen für Donnerstag. Das heißt, ihr merkt gerade schon, ich bin ein bisschen aufgeregt. Ich bin gerade ein bisschen aufgeregt, denn ich habe vorhin, ich bin ja auf dem offiziellen Discord-Server von den lieben Entwicklern, also diesen offiziellen Horse Reality Discord-Server, und ich habe vorhin nur gesehen, dass es ein Update geben soll. Habe gedacht, naja gut, sollen sie mal Update machen. Und habe im Discord aber schon gesehen, so, Moment mal, da sind zwei Fohlen, die neu aussehen. Es wurden ja neue Rassen, also nicht neue Rassen, aber es wurden ja Überarbeitungen von Rassen angekündigt. Und auf diesem Bild, was sie rausgehauen haben, waren zwei Fohlen zu sehen. Und ich habe nur gedacht, so, das tut ihr nicht. Nein, das tut ihr nicht. Ihr haut nicht heute zwei überarbeitete Rassen raus. Und siehe da, eine halbe Stunde später, oder ich glaube, eine Stunde später war es, tata, sie haben geschrieben, sie sind wieder da. Und sie haben uns tatsächlich, also für mich persönlich, ein kleines Weihnachtsgeschenk gemacht. Denn sie haben tatsächlich zwei überarbeitete Rassen rausgehauen. Leute, was ist das? Hä? Heiser! Ich bin gerade ein bisschen, ich habe mich mega gefreut, dass sie es machen. Ich habe mir die Newsletter mal kurz durchgelesen und, es stand halt da drin, sie wollten eigentlich erst nur eine Rasse raushauen, haben aber sich dann doch irgendwie dazu entschieden, dass sie zwei Rassen machen, weil es war ihnen halt zu wenig und... Hasasa. So, und bevor jetzt alle wieder sich fragen, Yuki, hol mal Luft, entspann dich mal, kommst du mal wieder auf den Boden. Und will euch mal ganz kurz sagen, es geht um das Exmoor-Pony und um den Haflinger. Das Exmoor-Pony hatte ich komplett auf dem Schirm, den Haflinger nicht. Das habe ich nur am Rande mitbekommen, dass die neues Remake bekommen sollen. Und ich habe sie mir schon angesehen. Ich bin hin und weg und ich habe nur gedacht, ich habe mir diese Rassen gerade angeguckt und habe gesagt, Leute, der Stall ist voll, ich kann nicht noch eine Rasse aufnehmen. Eigentlich nicht. Und ja, Pustekuchen, ich denke mal, ich werde mir trotzdem noch jeweils ein Pärchen kaufen. Eieiei, ich möchte euch mal ganz kurz dieses kleine Fohlen zeigen. Das ist das neue Exmoor Pony Fohlen. Und es ist sowas von putzig. Es ist richtig putzig. Ich glaube, schlecht. Getestet leider nicht. Die haben kein... ich glaube, sie haben lange überlegt, ob sie das dann mit dazugeben. Bei den Exmoor, wenn ich das so am Rande mitbekommen habe und so durch die News. Ist bis jetzt aber noch nicht mit drin, wenn ich das richtig verstanden habe. Kann auch sein, dass das nachträglich mit reinkommt. Also es war zwischendurch mal im Gespräch, dass das mit reinkommt. Wo sie sich jetzt aber zu entschieden haben, ist, dass wir einmal das Sommerfell und das Winterfell. Da müsst ihr mir nochmal irgendwie erklären, was sie damit meinten. Also es geht... einfach um die Fell, ich glaube, Schattierung, weil es soll wohl halt einmal so eine dunkle geben und eine hellere. Also ist, ich habe das immer über Google Übersetzer mit und irgendwie wurde da halt geschrieben, dass sie sich darauf einigen oder laut den Abstimmungen hätten sich die meisten für das Sommerfell entschieden, also für den Sommermantel. Also ich weiß nicht, aber ich finde dafür, dass sie jetzt doch gesagt haben, sie nehmen doch beide mit rein, weil viele auch wohl gesagt haben, sie sind traurig, dass diese dunkle Wintervariante nicht mehr mit dabei ist. Lest es euch einfach in den Newslettern durch. Wenn ich da jetzt irgendwas Falsches sage, tut's mir leid. Korrigiert mich da gerne in den Kommentaren. Ich bin gerade ein bisschen... Yuki ist gerade ein bisschen... aufgeregt. Immer noch. Es sind leider mega schlechte Werte, diese Pferde.
Aber das sind, glaube ich, so diese, ja, es sind Erstgeneration-Pferde. Das ist jetzt die erste Stute, die ich mir, ich habe die einfach random rausgepickt. Also, wenn ihr jetzt ihr euren Namen seht, es ist keine Beleidigung an euch, ne, für die Werte. Bitte nicht angegriffen fühlen. Aber können wir uns mal bitte dieses putzige Gesicht angucken? Bitte. Die, auch diese putzige Haltung und, oh, verdammt. Ich habe mal irgendeine, ich glaube letztes Jahr hatte ich mal eine Zeit lang Exmoor Ponys, dann haben sie mir aber nicht mehr gefallen, weil halt die Farbvariante sehr mau ist. Also die gibt es einmal in der Farbe und einmal in dieser hellen Farbe. Das sind jetzt zweimal, habe ich jetzt zwei Stuten aus Versehen mir rausgepickt, muss ich gleich mal gucken. Das ist glaube ich die Sommervariante, haben wir jetzt, ja. Also bei diesen Pferden gibt es nur Doppel-E, Doppel-A oder jeweils ein E und ein A, was das so ein bisschen schwierig gestaltet. Also Füchse gibt es leider nicht, es gibt auch keine reinen Rappen, das existiert einfach von dieser Rasse gegebenenfalls einfach her nicht. Deswegen habe ich sie irgendwann dann wieder rausgeschmissen, weil es mir halt einfach... ja, Real Talk am Rande, zu langweilig mit den Farben war. Nichtsdestotrotz, dass sie jetzt aber hier auch so mit diesen Dapples nochmal mitgearbeitet haben, sie sehen wirklich super aus. Haben wir denn... Ich habe tatsächlich keinen Hengst dabei. Schande über mein Haupt, nehmen wir mal eben den. So sehen die Hengste aus, die sehen auch richtig gut aus. Und ich bin froh darüber, dass sie sich über so eine Variante auch mit entschieden haben zu nehmen. Denn es ist halt auch mal, also ich mag einfach beide, also alle drei Haltungen. Ich finde das Fohlen süß, ich finde die Stute ist mega gut gezeichnet und der Hengst ist auch mega gut gezeichnet. Finde ich sehr, sehr gut gelungen. Tolle Arbeit, schreibt mir in die Kommentare, wie ihr das findet. Und als zweites haben wir die Haflinger. Bei den Haflingern war ich so ein bisschen so, wartet mal, wie jetzt? Ja, tatsächlich, die Haflinger wurden auch überarbeitet. Der Schweif erinnert mich immer sehr, sehr stark an den Tinker, die ja auch so dieses weit gepuschelte Fächer-Schweif-Dings haben. Also ich finde die Mähnen, ich weiß nicht, wer der künstlerische das zeichnet. Ich finde es aber gut, aber ich muss ganz ehrlich sagen... Ich finde so die letzten Rassen, bis auf das englische Vollblut, gerade hier diese Überarbeitung, die Mähnen sind alle sehr, sehr puschelig geworden. Also, wisst ihr, was ich meine? Die sind sehr, ja, die sehen halt immer so plüschig aus. Das irgendwie, ich weiß nicht, also, vielleicht empfinde ich das auch nur so, aber ich finde halt auch, seitdem die Tinker da sind, die neuen... Und bei wem war das denn noch? Wer hat denn noch mal so eine Puschelmähne mitgekriegt? Das war auch eine überarbeitete Rasse. Wer war denn das jetzt noch mal? Ich weiß es gerade nicht. Ach ja, das, der Spanier. Die PAEs. So, jetzt aber. Die haben auch dann so eine Puschelmähne gekriegt. Ich empfinde es halt einfach nur so... Aber sie sind mega gut gezeichnet. Das ist einmal der Hengst. Das ist die Stute, die ist mega hübsch. Ich finde die wirklich sehr, sehr hübsch gezeichnet. Und ja, mit den Farbvarianten, da habe ich auch noch was zugelesen. Da bin ich nicht ganz so durchgestiegen. Das ist, glaube ich, eine Suti-Variante, wenn ich mich nicht irre. Die haben es wohl von der Vererbung her so eingebaut, dass selbst wenn man jetzt sagt, man hat so zwei dunkle Eltern, die 100% so ein Suti sind, also so dunkel, dass aber das so eine 50-50-Sache ist. Also das ist ja bei manchen Rassen, ist es ja so, dass wenn man diese, ich sag mal, Suti- oder Liver-Rassen hat, und also diese Farbe, und die miteinander verpaart, dass dann die Fohlen auch dann wieder so dunkel werden. Das soll jetzt wohl bei denen nicht der Fall sein, wenn ich das richtig verstanden habe. Also man kann da wohl Sutis mit rausbekommen, das ist aber echt so eine 50-50-Sache. Wenn ich das richtig verstanden habe und mir das Google richtig übersetzt hat, finde ich ein bisschen...
naja, ich will nicht sagen doof, aber schon ein bisschen traurig. Weil das erschwert dann nochmal so ein bisschen, bestimmte Farben zu züchten. Vielleicht ist es auch genau deswegen der Grund, dass sie vielleicht halt auch sagen, besondere Farben sollen besonders bleiben. Dass es halt da mehr in die Richtung geht, weiß ich nicht. Also wie gesagt, müsste man mal testen, wenn das irgendwer von euch weiß, auch in die Kommentare mit reinhauen. Und das ist einmal das Fohlen. Es ist irgendwie sehr, sehr putzig. Ja, das Fohlen ist halt auch neu gemacht worden. So sehen jetzt die Fohlen aus. Ich habe leider keine Bilder mehr, wie sie vorher aussahen. Aber ich fand vorher, die Fohlen waren auch in Ordnung. Ich mochte allerdings die Hengste nicht. Also die Hengste waren ziemlich, naja, nicht schön gezeichnet, fand ich persönlich jetzt. Stuten waren in Ordnung. Die Fohlen waren auch in Ordnung, genauso wie mit dem Exmoor-Pony, das war auch alles in Ordnung, war halt aber sehr, ich würde mal sagen, altbacken von den Zeichen her. Also man hat da wirklich gesehen, dass es so mit die ersten Rassen, glaube ich, sind, die im Spiel mit waren. Und das ist halt ein mega, mega krasser Sprung von das zu den alten Modellen. Also finde ich schon alles nicht schlecht. Ein sehr, sehr gutes Update. Lest auf jeden Fall die News euch durch. Zum Markt wird nämlich auch nochmal was gesagt. Und ja, ich hole jetzt mal ganz kurz Luft. Und wir gucken uns jetzt die letzten Fohlen an, die so die letzten Tage gekommen sind. Und zwar habe ich eine junge Dame bekommen. Das sind einmal die Eltern. Das könnte ein Suti-Mädchen werden. Das ist so eine auch 50-50-Sache. Sie hat 632 GP. Ist ein bisschen mau, wenn man bedenkt, 666, 613. Naja, ist gut. Ob sie jetzt ein Sabino ist, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob das schon Sabino-Abzeichen hier ist, das kleine Stück hier, oder ob das noch zum SW1, also Splash White 1 gehört. Das hier könnte darauf hindeuten, dass es Sabino ist, könnte aber auch von dem Splash White 1 das Mike, also die Abzeichen sein. Sie hat 3 Very Good, 1 Average, das ist in Ordnung. Mal gucken, wie sie sich so macht. Die ist heute erst gekommen, die Kleine. Einfach mal schauen, wie sie sich so entwickelt. Als nächstes ein kleiner Mann, der auch erst ja, vor ein paar Tagen zur Welt gekommen ist. Auch wieder von meinem Hengst. Das sind die Eltern. Ist auf jeden Fall ein Suti, der Kleine. Auch wieder Doppel-A, 662 GP. Bisschen mehr wie der Papa hat er, das finde ich schon mal gut. Er hat 4 Very Good, leider die Konfi. Ach, die Konfi. Konfi-technisch ist es nicht ganz so gut, der könnte aber ganz gut. Ja. Warte, das muss ich mal eben. Warte mal, was bist denn du? Du bist einfach nur, wenn ich Glück habe, ein Suti-Sub. So, da müssen wir nämlich mal, bevor das nämlich hier weg ist, wo ist es? Da ist es. Das wäre echt ganz schön, wenn der mehrere erste Plätze machen würde, der Kleine. Wäre das doch ein Träumchen. Naja, wir gucken mal. Als nächstes haben wir nochmal eine Eigenzucht von mir. Das ist auf jeden Fall ein... ich glaube schon... Auch, dass es ein Sabino mit ist. Hier von den Abzeichen her spricht es dafür. Ja, mal gucken. Also 624 GP ist auch ziemlich weit unten wieder. Sie hat 2 Very Good, 1 Average. Müssen wir mal gucken. Aber sie schafft durchaus auch die 83. Wenn ich das richtig sehe, schafft sie vielleicht sogar auch die 84. Das wäre echt ein Träumchen. So. Ich glaube, das ist auch wieder so die Sub. Und dann machen wir mal das da wieder mit bei. Wenn ich mir jetzt mal die Eltern angucke. Ja, ist beides Suti.
Wenn ich Glück habe, ist sie noch Rabbi mit dabei. Müssen wir mal gucken, wie sie dann groß aussieht. Als nächstes ein Hengst, auch von meinen eigenen Pferden. Und zwar haben wir ein GP von 690. Habe ich mich schon mal drüber gefreut. Das ist schon mal eine ganze Ecke besser als der... Na, nicht besser, aber kommt schon mal sehr nah an den Papa mit dran. Ist, wenn ich Glück habe, auch ein Suti. Und er hat leider zwei Average, zwei Very Good mitbekommen. Aber das Sabino hast du, glaube ich, nicht mitbekommen, ne? So, müssen wir jetzt mal eben googeln. Googeln, googeln, hallo. So, wie sieht's aus? Ein großes A und ein Z hat er. Na. Wie gesagt, ich weiß nicht, wie er aussieht. Er sollte eigentlich ein Sabino mit sein. Hat aber leider das Sabino-Gen hat er irgendwie, weiß ich nicht. Das ist während der Vererbung wohl, hat eine Linkskurve genommen statt eine Rechtskurve. Ja, ja, dumm gelaufen. Müssen wir mal gucken, wie sich das so entwickelt hier bei dem Kleinen. Bei den Oldenburgern bin ich aktuell auch fleißig mit dabei, die zu züchten. Das Lustige bei den Oldenburgern ist, ich bekomme nur Stutfohlen. Also ich habe jetzt das, ja, die zweite Rutsche Fohlen bekommen. Es sind alles nur Stuten. Naja, interessant. Die kleine Dame ist ein Rappstütchen, 670 GP, hat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Very good. Müssen wir mal gucken, wie das mit der Konfi so weiter nach oben geht. Ich hoffe, dass sie die 85 schafft. Denn der Papa hat halt mehr GP gehabt, die Mutter dafür ja das bessere besseren Konfis gehabt. Muss ich mal gucken, wie das so, ja, dass man halt einfach so ein bisschen auch eine neue Linie mit reinkriegt. Weil das Problem ist halt einfach mit diesen High-End-Konfi-Linien, da sind immer drei bestimmte Hengste mit drinne. Und wir versuchen gerade da aktuell so ein bisschen die mit rauszukriegen, vielleicht parallel auch mal eine andere Linie mit reinzukriegen. Das steht halt aber alles noch in den Sternen mit drinne, ob das so funktioniert. Hier hat es allerdings ganz gut funktioniert. Hier hat sie sich doch ganz gut an dem GP von dem Papa orientiert. 717 GP, das ist nicht schlecht. Der Papa hat zwar 809 GP, die Mutter 611. Also dafür hat sie ordentlich GP abbekommen, muss man einfach dazu sagen. Und sie hat auch noch mal ein paar Very Goods mit abbekommen und sie schafft tatsächlich die 96. Also da kann man wirklich sehr, sehr gut mit drauf aufbauen, auf die Kleine. Ja, müssen wir mal gucken, wie sich das Ganze so entwickelt. Also ich werde bestimmt öfters mal den noch nutzen, den Hengst. Der steht bei der Bachelor Lady, der ist auch nicht teuer. Also ich finde den nicht teuer. 50.000, voll, das geht voll klar. Finde ich jetzt. Also wie gesagt, ne? Möhrchen, gib den beiden Jungs mal ordentlich Möhrchen. Bachelor Lady haben sie guten Job gemacht, die beiden. Bei den Quarter Horse Fohlen gab es auch Nachwuchs. Ja, der Kleine ist heute gekommen. Ne, hier, Champagne. Ich hasse Champagne. Ja gut, was will man machen? Champagne auf Braun, Splash White 1, naja. Dafür aber 5 Very Good. Muss ich gucken, was für eine Konfi er macht. Ansonsten hat er wirklich sehr, sehr viele Chancen, da zu bleiben, dass ich sage, gut, ich nehme ihn als Zuchthengst mit rein und behalte ihn. Als nächstes wieder ein kleiner Hengst. Meine Güte, da habe ich jetzt mal ein paar Hengste wieder bekommen. 696 GP, auch wieder Cream mit dabei. Das ist noch in Ordnung. Aber wir haben, ja, wobei doch, das geht. Doch, das geht. Also dafür, dass wir 9 Very Good haben, pardon, 8 Very Good, macht er gar nicht so schlechte Konfi. Also wenn er die 89 schafft, dann ist er vom GP her auch der beste Hengst, den ich habe.
dann wäre der durchaus interessant. Wenn er natürlich ein Rabbi ist, das weiß ich noch nicht. Muss man abwarten, ob er Rabbi wird. Ich hoffe es. Ich hoffe es. Ein kleines Stütchen ist heute noch gekommen. Und zwar auch hier von dem Hengst, der steht bei der Venice. Steht der mit dabei. Und ja, müssen wir mal gucken, was da so bei rumgekommen ist. Ist auf jeden Fall, wenn ich das richtig sehe, ein Rabbi C. Na, das ist halt... Ich glaube, nee, es ist doch ein Rabbi. Das hier spricht für 100% Rabbi, hoffe ich jetzt einfach mal. Die ist auch gar nicht so schlecht geworden. 718 GP. Ein Dan hat sie mitbekommen, kein Champagne. Aber Doppelsplash bald 1, das Overo, was ich auch nicht so gut finde, ist... Halt wieder ein Average mit dazwischen. Danke, HR. Und zwei Very Good. Den Rest müssen wir abwarten, wie sie sich so entwickelt. Als nächstes noch eine kleine Dame, auch von dem gleichen Hengst wieder einmal. 723 GP. Huch, habe ich... Okay. Moment, warte mal. Eieiei, wie, du bist kein 100%iger Rabbi-Mädchen. Dann werde ich nüsselig. Auch Doppel-E, Doppel-A, ein Dann und ein Splash White 1. Ich glaube, mit meiner höchste GP-Stute aktuell dann mit. Mit 3 Very Good. Konfi ist natürlich wieder im Keller. Also manchmal frage ich mich auch, was ist das für eine Rechnung, Politik da, Konfi-technisch. Also so ein bisschen mehr könnte da schon gehen. Naja, wir warten mal ab. Als nächstes ist ein Finkstütchen von den Trakenern her gekommen. Und das ist einmal der Papa. Ich weiß gar nicht, wo der steht. Der steht, ach, bei Lari steht da. Hier, Möhre, meine gute Möhre an den Papa. Hat er gut gemacht. Ein Very Good. Ich meine aber, ja, 746 GP, Doppelsplash White 1. Ist ein Füchschen. Ja, also ich finde, dass sie gar nicht schlecht ist. Also wenn man sich das mal so anguckt. Es ist unter dem GP-Wert der Eltern, gar keine Frage. Aber ich glaube, das ist ein ganz guter Anfang, da nochmal ein bisschen Schwung mit reinzukriegen in die Finkzucht. Und zu guter Letzt, bei meinen Flexen hat sich heute auch nochmal was getan. Das sind einmal die beiden Eltern. Das ist einmal das GP von 755. Hat alles mitbekommen, was er sollte, der Kleine. Ein A, Doppelsplash Part 1, Rowan. Also wird so aussehen wie die Mutter. Na komm. Hallo. Komm bitte nicht beim... Ja, danke. Und drei Very Good. Ich hoffe, dass die Konfi auch noch gut ist, die er macht. Wenn er so die 84 schafft, bin ich zufrieden. Bin ich wirklich zufrieden mit. So, jetzt höre ich auf zu labern. Wir haben 23 Minuten rum. Schreibt mir in die Kommentare, wie ihr das Update findet, wie euch die neuen Exmo und Haflinger Remakes gefallen. Und ja, wie, jetzt habe ich den Faden verloren. Ja, haut einfach in die Tasten, wie ihr das findet. Und wir sehen uns in einem nächsten Video. Macht's gut. Ciao, ciao.